Hallo und herzlich willkommen zurück zu White Knight. Bei mir geht's direkt weiter und ich will jetzt einfach versuchen, hier mal rauszulaufen und nach links zu gehen. Ich glaube, die Tür hier zur Rechten aufzumachen wäre sinnlos, weil der Geist direkt davor steht. Deswegen gehe ich hier raus und gehe nach links. So relativ kurz. Okay, doch nicht. Nein, 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 nein. Ich bin schneller als du. Du bist ein Lutscher. Du kannst nichts. Boah, die folgt mir aber ganz schön weit. Oh. So, jetzt sind wir wieder am Anfang. Ich wollte da runterrennen, weil unten ist Licht. Aber ich wollte sowieso eigentlich unten nochmal Streichhölzer holen. Wie konnte solch eine Frau brauchen? Was konnte solch eine Frau brauchen? Ein Objekt, etwas Wertvolles für sie. Ich habe gar nichts gedrückt. Wieso kam da was? Ich werde jetzt einfach nochmal hier runtergehen und mal neue Streichhölzer holen. Unten müsste ja noch Licht brennen normalerweise. Oder etwa nicht. So, ganz kurz den Ladevorgang hier abwarten. Und ich will halt wieder erst voll aufgefüllt sein, was Streichhölzer angeht. Unten nochmal gucken, weil jetzt der eine Gang ja auch ausgeleuchtet ist, ob ich da was übersehen habe. Weil uns fehlen auf jeden Fall noch ein paar Punkte in der Zeitung. Und ich möchte ja eigentlich schon alles gesehen haben. Aber eben gerade, da kam, wo plötzlich der Geist dann doch hinterherlief, das war nicht schlecht. Muss man sagen. Ich muss auf jeden Fall mal rausfinden, wo ich jetzt eigentlich die. Ah, guck mal, Streichhölzer. Danke. Mal gucken, wo ich jetzt die Selena finde. So, hier hatte ich alles. Das heißt, ich muss hier zurück. Hier durch und dann da vorne nach links. Hi. Das Licht brennt noch, ist alles gut. Freut mich. Oh, der scheint ganz schön kaputt zu sein, so wie der läuft. So, wir gehen mal hier raus. Hier dürfte ja eigentlich auch keiner mehr sein, weil das Licht brennt ja. So, oder? Genau. Jetzt ist hier in der Ecke nämlich Licht und wir können da gucken, was wir hier Schönes finden. Haben wir die News gelesen? Der Wolf von Blake Lake. Ja. So, jetzt sind wir hier, wo es nicht weiterging. Aber hier haben wir einen Zettel. Nicht vergessen, Verstecke. In einigen Räumen wird Margaret leicht zornig und richtet Chaos an. Ich muss die Hausschlüssel verstecken, um zu verhindern, dass sie an einen ihrer dunklen Orte mitnimmt. Sie hat diese Gelegenheit genutzt, um ihre Nester in ihre Nähe einige dieser Schlüssel einzurichten. Also muss ich sie ihr geben. Ihre Aura wird mich jeden Tag stärker. Also muss ich nachdenken und einen Weg finden. Also irgendwo hier sind auch Schlüssel versteckt. Hier ist eine Tür. Oh, das ist ja interessant. Haben wir hier sonst noch was? Scheint nicht so. Waren wir hier schon bei William aus Zug 14? Das scheinen wir schon zu haben. Dann ist ja rechts oben was aufgeblinkt. Okay. Natürlich ärgerlich, dass hier das ganze Ding versperrt ist. Das heißt, wir kommen hier nämlich auch nicht zurück, aber hier gibt es auch nichts. Nichts für mich zu finden. Ich würde ja eigentlich fast sagen, wir gehen da mal oder versuchen mal da die Treppe runter zu gehen. Wie wär's damit? Sollen wir hier mal runter? Ich weiß, ihr könnt nicht antworten. Tja, so viel dazu. Daily News. Die verschlossene Kellertür war eine weitere Ironie der Dunkelheit, die hinter ihr lauerte. Die dunklen Spuren auf dem Boden waren ein schreckliches Omen. Naja. So, ah, hier haben wir auch noch was, oder? Ein Kreuz hing an einer Tür auf der anderen Seite der Treppe. Wenn das ein Versuch war, das Büro böse fernzuhalten, war es deutlich gescheitert. Das hatten wir schon. Das haben wir auch. Und hier fehlen uns die paar Punkte noch. So. Wir machen Licht an, gehen in die Küche. Ich möchte nämlich mich wieder auffüllen mit Streichhölzern. Hier könnte man doch eigentlich mal so durch. Hier einfach so direkt durch. Ah, da ist wieder einer der Geister. Man hört ihn schon. Schlawinern. Es schmatzt und klebt und bäh.
das Ehepaar Vespas. Ja. So, jetzt gehen wir hier rein und hoffen, dass er nicht hinter uns ist. Ich habe natürlich nicht gespeichert. So, hier war bis jetzt noch nie eine drin. Also habe ich hier auch keine Sorge, dass ich eine finde. Oder dass die mich finden. Es sind auch noch drei übrig jetzt. Und das Streichholz geht gleich aus. Ich hab's gesagt. Deswegen gehe ich gerade wieder rein und nehme mir gerade um eins mit. Ein Star. Bereit für den Auftritt. Ihr langes Haar wollte gekämmt werden. Ja, ich weiß. Ah, ein Star. Wahrscheinlich hier, wo sie aufgetreten ist, oder? Könnte das sein? Die ist ja hier aufgetreten. In einer vorherigen Version. Vision. Oh, das klingt nicht gut. Ich hab's doch gesagt. Und ich renn genau rein. Das ist jetzt wieder Intelligenz pur gewesen. Ich sag noch, das klingt nicht gut. Zack, mitten rein. Oh, oh. Ich habe leider nicht gespeichert. Ich habe nicht gespeichert, nein. Ach, verdammt. Ich habe überlegt, noch zu speichern. Ich hab's nicht gemacht. Ja, ich weiß. Irgendwas stimmt nicht. Ja, es tut mir leid. Dass ihr das nochmal sehen müsst, damit. This room was different. It was a dead space. A breach opened in the night. A world trying to. Another. Memories, maybe. Suppressed memories. Sadness. Letting myself fall into a trap was starting to be a bad habit. Ja, es tut mir leid, dass ihr es nochmal sehen müsst. Damit wird sich wahrscheinlich diese Folge jetzt vorerst auch beschäftigen, weil ich hier oben wieder alles durchsuchen kann. Komm her, du Geist, ich weiß. Also, was heißt Geist, sondern die bessere Hälfte. Ja, komm. Wir wissen, dass du gleich Licht anmachst. Was? Was ist jetzt los? Ja, also jetzt wird's lächerlich. Jetzt wird's lächerlich, was gerade passiert. Okay. Dann machen wir das Ganze nochmal. Ja, Speicherpunkt. This room was different. It was a dead space. A breach opened in the night. A world trying to mimic another. Memories, maybe. Suppressed memories. Sadness. Letting myself fall into a trap was starting to be a bad habit. Ich unterbreche den Sprecher nur ungern, deswegen bin ich dann immer ruhig, wenn er es nochmal wiederholt. Ich bin dann doch irgendwie sehr stolz auf mich, dass ich das vorhin im ersten Anlauf geschafft habe. Muss ich ehrlich sagen. Also. Weil jetzt urplötzlich ist das Ding ja weg gewesen. Und jetzt müssen wir es halt nochmal machen. Es tut mir leid, ich muss doch einfach das nächste Mal zwischenspeichern immer wieder. Also gerade wenn ich das hier dann geschafft habe und dann runtergegangen bin, das heißt vor dem anderen Geist weggelaufen bin oder vorher sogar schon, einmal zwischenspeichern, einfach nur um das hier zu sichern. Es ist schon wieder dunkel. Ich weiß nicht, wo ich hinrennen soll. Ich sehe gar nichts. Also wenn ihr irgendwas seht, seid ihr besser dran als ich. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Ich kann nichts machen in dem Moment. Überhaupt nichts. Nichts geht gerade. Ist so leicht ärgerlich, wisst ihr? Es ist leicht ärgerlich. Aber ich möchte euch ja auch zeigen, wie ich hieran verzweifle. Und jetzt kommt gleich wieder derselbe Text, den ihr schon tausendmal gehört habt. Aber er könnte ja trotzdem noch schöner werden für euch. Komm, sag nochmal. This room was different. It was a dead space. A breach opened in the night. A world trying to mimic another. Memories maybe. Suppressed memories. Sadness.
Letting myself fall into a trap was starting to be a bad habit. So, ich werde jetzt einfach mal hier eine Zeit lang warten, weil beim ersten Mal hat es ja irgendwie geklappt durch Zufall. Ich bin ja irgendwie hier so einmal lang gelaufen und dann wurde das Licht angegangen. So. Wenn ich jetzt aber darüber renne, geht es wieder aus und das andere Licht geht auch aus und dann stehe ich dumm da. Deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, was ich hier machen soll. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich es vorhin gemacht habe, weil da habe ich es einfach gemacht. So, wenn ich jetzt darüber gehe und das wieder ausgeht, dann kriege ich aber langsam wirklich hier... Hallo? Schon wieder. Oh, ich hätte einfach nur weiterlaufen müssen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Da bin ich. Glück gehabt. Ja, wir wissen es. Komm her. Gerne doch, Madame. So, das hier haben wir gesehen. Wir gucken uns das nochmal an. Einfach nur, um es nochmal gemacht zu haben. Da ist übrigens auch ein Schlüssel, oder? Nee, das sieht nur so aus. Haben wir hier sonst noch was? Ja, das war die Zeitung. Jetzt rennen wir wieder nach rechts an das, diesen Raum hier. Na toll. Bitte nicht. Where are you? Oh, es war knapp. So, jetzt haben wir das wenigstens geschafft. Ich möchte einmal Applaus wieder. Das habt ihr letztes Mal auch gegeben, als ich es gewollt habe. So, jetzt machen wir das hier aus. Und machen es wieder an. So, jetzt sind wir wieder hier. Das haben wir alles schon gelesen. Wir kennen es schon. Wir gehen jetzt hier rüber, machen nämlich das Licht an. Machen hier dann die, schieben das Bett weg, machen die Tür auf, dann finden wir den Schlüssel. Ich müsste eigentlich auch das alles nicht nochmal lesen müssen. Also eigentlich müsste er das ja gespeichert haben. Diese Fortschritte. Ja, komm, machen sie nochmal, weil wieso auch nicht. Ja, wische ich nochmal ganz kurz ab. Oh, welche Überraschung. Wir haben ein Guckloch. Ich weiß aber nicht, was man dadurch hätte sehen sollen, ehrlich gesagt. Weil da kommt urplötzlich das hier. So, jetzt haben wir hier den Schlüssel. Du sollst ja auch nichts machen. Du sollst nur diesen Schlüssel mitnehmen. Perfekt. Wir gucken jetzt ganz kurz, ob wir dieses Buch hier schon gelesen haben oder ob das einen neuen Eintrag gibt. Nee, haben wir. Dann brauchen wir die anderen Sachen hier drin nicht nochmal untersuchen. Das haben wir ja schon gemacht, zu Genüge. Dann gehen wir nämlich jetzt hier rein, holen uns links die Streichhölzer, die es nämlich gibt. Danke. Holen uns hier natürlich noch die Bürste. Ja, ich möchte, dass Sie das hier aktivieren. Vielen Dank. Wir holen uns die Bürste. So. Jetzt holen wir uns diese Streichhölzerchen. Holen uns diese Streichhölzerchen. Ja, die könnten nützlich sein, durchaus. So, sonst hatten wir hier eigentlich alles gesehen und gemacht, was es zu machen gibt. Von hier bei den Handtüchern. Ja, das war das mit der Würde. Das haben wir. So. Jetzt will ich gucken, ob ich hier in dem vorherigen Raum hier... Kann ich nicht speichern wahrscheinlich, oder? Nee. Was passiert, wenn ich hier die Tür öffne? Das ist was, was mich jetzt mal interessiert. Wenn ich hier die Tür öffnen will. Weil dann bin ich normalerweise direkt beim Geist. Folgt er mir dann hier rein? Ah, es geht nicht. Okay. Damit hat die Sache nämlich auch wieder erledigt. Es zwingt mich, durch die andere Tür zu gehen. Alles klar. Und wir rennen direkt wieder nach links. Treppe. Was wir vorhin auch gemacht haben. Hi. Ich bin der Neue. Mögen Sie mich? Nein, tun Sie nicht. Ich hab's schon gemerkt. Lauf! Lauf, Chef! Also wie heißt's? So schräg zu laufen oder in diesen Kreuzmustern macht Sinn, wenn man verfolgt wird. Das ist sogar wirklich wahr.
So, jetzt will ich erstmal nach unten gehen, um speichern zu können. Das ist jetzt richtig wichtig. Das muss gemacht werden. Hier gibt es auch nochmal Streichhölzer. Die nehmen wir mit. Hier. Danke. So. Und jetzt als allererstes speichern. Ich möchte euch nicht noch ein drittes Mal oder ein x-tes Mal mit diesem Rätsel da oben vergnügen. Ihr wisst, was ich meine. So. Wir gehen hier rüber. Machen hier das Lichtchen an. Speichern das Ganze. Hast du gespeichert? Hast du gemacht? Ja. So, und erstmal speichern. Fortschritt. Yay. Der Titel wird sich auch sicherlich selbstredend sein. Der wird sicherlich Déjà-vu heißen. Weil ihr nochmal dasselbe gesehen habt wie vorher auch schon. Sicherlich genauso erfreut wart. Ich würde sagen, wir gucken trotzdem nochmal, wo wir denn jetzt wohl die Bürste hinbringen müssen. Ich hätte ja eigentlich gesagt, an diesem Punkt, an dem sie vorher aufgetreten ist. So. Sind wir hier. Das mit der Tür hatten wir auch schon. Da rechts ist dieser Geist, das wissen wir auch schon. Wo könnte es denn sinnvollerweise sein mit dieser Bürste? Es ging ja darum, wo sonst da ist. Ich hätte eigentlich diesen Raum vor der Küche direkt im Blick gehabt, wo der Geist mich gekriegt hat in der vorherigen Folge. Ich würde es trotzdem da mal versuchen. Vielleicht ist es auch hier irgendwo. Hier müsste man nicht alles gesehen haben. Ohne Licht konntest du nichts machen. Ich mach dir Licht. Wieso ist hier eigentlich Licht aus? War hier nicht mal Licht an? Oder habe ich jetzt schon Halluzination? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. So, wir gehen jetzt hier rechts in den Raum rein. Sollte ich da halt sterben, war es das halt. Und das war auch dann das Ende für die Folge auf jeden Fall. Sehen ja, die bewegungslose Wächterin erwartete etwas von mir. Ja, das weiß ich. Ich weiß auch, was sie will. Sie will sicherlich diese Haarbürste haben. Ich weiß aber nicht, wo. Erstmal wieder das übliche Streichhölzerchen auffüllen. Komm, gib mir das. Wir machen erst an und dann nehme ich sie raus. Weil ich ganz viele verschwenden kann. Juhu! So. Vielen Dank. So. Ich hätte eigentlich erwartet, dass sie hier an diesem großen Tisch irgendwo sein wird. Da wird sicherlich wieder einer der Geister sein. Wie in der vorherigen Runde auch. Ich hätte sie hier erwartet. Und deswegen kommt der Geist auch diesmal von da. Wir gehen hier lang. Ganz so blöd bin ich ja nicht. So, gehen wir mal hier zurück. Da waren wir schon länger nicht mehr. Können wir hier nochmal anmachen. Nein, leider nicht. Wohin mit der Haarbürste? Das ist die Frage, die sich mir gerade stellt. Da hinten kommen wir immer noch nicht dran. An dieses Kästchen. Da muss es auch noch einen Schlüssel irgendwo geben. Da. Ich will das öffnen. Gib mir. Gib mir! So, ich werde hier nochmal speichern, weil wir fangen einfach hier unten dann an. Und dann war's das mit der Folge. Wir haben die 20 Minuten beinahe erreicht. Und ich weiß auch gerade gar nicht, wo es hingehen soll. Wir speichern ganz kurz. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn ihr es selber nochmal sehen musstet. Und hoffentlich seid ihr auch am Sonntag wieder dabei, wenn es weitergeht mit White Knight. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao!